Hallo, willkommen heute bei Lucatio. Wir sind hier in Sydney. Viele Leute haben mich gefragt, was geht hier ab? Was muss ich machen, wenn ich hier als Backpacker hin will? Es gibt eine Menge Möglichkeiten und ich habe mir mal ein paar Fragen rausgeschrieben, die ich bekommen habe und die werde ich jetzt beantworten. Und ja, die erste Frage ist, wie viel Geld brauche ich? Wie viel Startkapital? Viele wollen nach dem Abitur hier rüberkommen und das Geld sitzt nicht so gut. Das heißt, sie sind auf die Hilfe von den Eltern angewiesen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich muss sagen, man braucht schon ein bisschen Geld auf jeden Fall. Man braucht 5.000 Euro Startkapital. Das heißt, man muss es nachweisen können mit einem Kontoauszug, den man 14 Tage vor Anreise ausgedruckt hat. Das heißt, mindestens 5.000 Euro solltest du mitnehmen. Wenn du mehr hast, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der Flug kostet dich zwischen 1.300 bis 1.500 Euro. Die zweite Frage, Organisation oder nicht? Ich persönlich habe es über eine Organisation gemacht, da einige Fragen meinerseits noch offen waren. Und ich habe mich einfach in guten Händen gefühlt über eine Organisation. Du hast immer jemanden, den du fragen kannst. Du stehst nicht alleine da auf jeden Fall. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wenn man ein paar grundlegende Informationen hat, kann man es auch ohne Organisation machen. Und man spart eine Menge Geld. Mit der Organisation die kostet dich vielleicht 2.300 Euro. Und ein Flug kostet 1.300 bis 1.500. Die dritte Frage war, was muss ich vorher erledigen? Du musst dein Visum beantragen vorher. Du musst dich um die Versicherung kümmern. Und du musst, wenn du eine Wohnung hast, die aufgeben und zu Hause dein Auto abmelden, wenn du eins hast. Die ganzen Standards sind, das ist aber eigentlich klar. Was als erstes tun? Viele, die mit einer Organisation reisen, haben die ersten Tage erstmal ein Programm, das heißt eine Bankkarte beantragen, eine SIM-Karte beantragen, ein bisschen Sightseeing ist auch dabei. Wer ohne Organisation reist, sollte als erstes versuchen, sich ein Bankkonto zu eröffnen, eine SIM-Karte hier zu eröffnen. Da ist auch sehr wichtig, welche Art von Anbieter man auswählt. Hier gibt es einige, die nicht so gut sind. Eine Tax-File-Number. Wenn man vorhat, hier auch zu arbeiten, braucht man eine Tax-File-Number. Das ist quasi die Steuernummer. Aber das geht alles sehr einfach und das ist alles für Backpacker hier ausgerichtet. Wenn das Englisch noch nicht so gut ist, no worries, ihr könnt es auf jeden Fall machen. Die werden euch helfen, die Leute sind sehr hilfsbereit hier. Das ist alles sehr easy. Die fünfte Frage war Preise. Was kostet mich das Hostel? Das Hostel, kann man sagen, kostet dich 20 bis 30 Dollar die Nacht. Das Essen, kann man sagen, am Tag vielleicht 15 Dollar. Viele Leute kochen sich was zusammen, das heißt, jeder schmeißt was in den Topf, man kocht zusammen in der Küche. Und das ist eine sehr günstige Alternative, man kann sich Brote machen, ganz normal. Und Essen gehen ist hier relativ teuer, außer Fast Food, das geht. McDonald's, wenn du ein McDonald's-Menü isst, zahlst du vielleicht 8 Dollar. Hier gibt es viel thailändisches Essen, das geht vom Preis her, das ist okay. Das Nachtleben ist eine Frage, die ich sehr oft bekommen habe, wie teuer ist es hier feiern zu gehen. In den richtigen, guten Clubs ist es teuer. Aber es ist sehr viel auch für Backpacker ausgelegt. Das heißt, du hast freien Eintritt oder sehr günstigen Eintritt. Das heißt, du zahlst 5 Dollar, 10 Dollar Eintritt, das ist okay. Ja, und viele Leute treffen sich vorher in einem Hostel zusammen, haben da ein bisschen Party und glühen da vorher. Und dann wird der Abend nicht so teuer. Also es geht schon, auf jeden Fall ist es machbar. Die Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel sind für Einzelfahrten okay. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Karte gekauft, da kann ich eine Woche lang überall fahren in Sydney, die kostet 60 Dollar die Woche. Also ist es schon teurer wie in Deutschland, auf jeden Fall. Wie teuer ist denn ein Apartment? Ich selbst wohne jetzt in einem Apartment und kann sagen, man zahlt die Woche in einem Apartment zwischen 150 und 220 Dollar, je nachdem, wie viele Leute in deinem Zimmer sind, wie groß das Apartment ist und es ist auch abhängig von der Lage. Die sechste Frage. Wer hilft mir mit der Planung? Wenn du mit einer Organisation reist, helfen die. Wenn du alleine reist, kannst du in viele Art Reisebüros gehen und kannst deine Reisen planen und Pakete zusammenstellen. Dadurch wird es billiger, du kannst mehr sehen für dasselbe Geld. Die sind alle sehr hilfsbereit. Die siebte Frage ist, wie schaut es hier mit der Arbeit aus? Also Arbeit ist nicht schwer zu bekommen hier. Du kannst eigentlich alles arbeiten in der Gastro. Du kannst in einem Geschäft arbeiten, du kannst auf der Baustelle arbeiten. Viele Leute machen, viele Jungs zumindest, da verdienst du gutes Geld.
20 bis 30 Dollar die Stunde und am Wochenende gibt es noch Zulagen. Doch davor musst du eine Wildcard machen, die kostet dich 100 Dollar. Da wird dir ein bisschen erzählt, auf was du achten sollst, wie die Regeln hier sind. Und dann schreibst du einen kleinen, einfachen Test, der eigentlich kein Problem ist. Und dann hast du die Wildcard und dann kannst du Jobs auf dem Bau ausüben. Wenn du in irgendeinem Job Erfahrung zuvor hast, kannst du dies nutzen und kannst dich hier in der entsprechenden Berufsgruppe bewerben. So habe ich es gemacht. Ich arbeite in derselben Firma, für die ich in Deutschland gearbeitet habe. Das ist auf jeden Fall gut für den Lebenslauf, im Ausland mal gearbeitet zu haben. Ich bin sehr zufrieden, es macht eine Menge Spaß. Du kannst auch in einem Hostel arbeiten. Das heißt, du arbeitest 2-3 Stunden am Tag und kannst dafür umsonst schlafen. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative für den Anfang oder wenn du ein bisschen faul bist und willst nicht wirklich 8 Stunden am Tag arbeiten, dann kannst du das machen. Du kannst natürlich auch auf der Farm arbeiten, was viele machen. Es ist ganz gut bezahlt, es kann eine Menge Gaudi sein und es machen auch viele Leute, die mit der englischen Sprache noch nicht so vertraut sind. Das heißt, du musst nicht viel Englisch sprechen können und es ist relativ einfache Arbeit. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, die nennt sich Roofing. Du arbeitest dann im Outback zum Beispiel auf einer Farm und bekommst kein Geld, dafür freie Übernachtung und Verpflegung. Und es ist keine harte Arbeit, es ist Arbeit mit Spaß. Also du hast Spaß auf jeden Fall bei der ganzen Sache und sollte jeder mal gemacht haben. 8. Frage, alleine reisen. Viele kommen alleine oder finden keine Freunde, die mitreisen wollen, weil es ist ja schon ein großer Schritt, alles liegen zu lassen, nach Australien zu gehen. Dazu kann ich sagen, alleine reisen habe ich auch selbst so gemacht, das ist kein Problem. Nach 2 Tagen oder am ersten Tag schon habe ich hier Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Viele sind hier alleine und suchen Leute zum Mitreisen. Es entstehen hier Freundschaften. Es ist wirklich kein Problem, alleine hier zu reisen. Die 9. Frage war, wie bin ich hier versichert? Du kannst zu Hause Versicherungen abschließen. Es gibt viele Versicherungen, die darauf ausgelegt sind, speziell Backpacker zu versichern. Das Beste, wenn du in Google mal suchst, Versicherung für Backpacker, und da findest du eine Menge Angebote. Ich selbst habe jetzt für ein halbes Jahr zahle ich 240 Euro. Habe eine normale Krankenversicherung, Gepäckversicherung, Reiseversicherung. Frage 10, Auto mieten oder kaufen? Viele Leute fragen mich, ist es hier schwer, ein Auto zu mieten, zu kaufen? Wie sind die Preise? Dazu kann ich sagen, wir selbst wollen reisen. Und wir haben uns dieselbe Frage gestellt und haben uns dafür entschlossen, für einen Monat Reisen einen Campervan zu mieten. Der Vorteil daran ist, du hast kein Risiko, wenn was kaputt geht. Du bist versichert, ganz normal, wie mit deinem Auto in Deutschland. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn du weißt, dir kann nichts passieren. Wenn du dir ein Auto kaufst, viele sagen, wenn du länger wie 2 Monate reist, könnte es sich rentieren, ein Auto zu kaufen. Das Ganze ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Du musst dein Auto versichern, du musst es anmelden. Wenn du einen Motorschaden hast, bleibst du irgendwo im Outback stehen und musst dir für ein paar tausend Dollar dein Auto reparieren. Also das ist immer so eine Sache, sollte man abwägen. Das 11. ist, eine Handy-SIM-Karte. Es gibt hier viele große Unterschiede. Es gibt Anbieter, die sind ganz gut in den größeren Städten. Doch sobald du ins Outback gehst oder ein bisschen weg vom Schuss bist, hast du keinerlei Empfang. Das sollte man sich hier gründlich informieren. Bei einer persönlichen Nachricht kann ich euch auch noch mal ein paar Anbieter sagen, die ich benutze. Und Freunde auch sehr zufrieden mit sind. Als nächstes die 5 Fehler, die man vermeiden soll. Erstens, viele Leute sagen, oh, ich gehe ein halbes Jahr, ich gehe ein Jahr lang nach Australien. Ich will alles mitnehmen, ich möchte nichts zu Hause liegen lassen. Und die kommen mit einem riesen Rucksack, mit einem Koffer. Aber ihr müsst bedenken, ihr müsst das ganze Zeug immer transportieren können. Das heißt, nehmt nicht so viel von allem mit. Ihr könnt euch hier ein bisschen was kaufen, wenn ihr was braucht. Und ihr müsst nicht alles mitnehmen. Der 2. Fehler ist, viele Leute kommen hier an, haben sich daran gehalten, vielleicht nicht so viel Gepäck mitzunehmen und kaufen hier ein und shoppen. Viele von euch sind gerade mit dem Abitur vielleicht fertig und haben das erste Mal einen riesen Batzen Geld, kommen hierher und gehen shoppen und hauen gleich mal 1000 Dollar auf den Kopf. Davon ist abzuraten, lasst euch damit Zeit. Der 3. Fehler, zu viel Vorausplanung. Viele Leute kommen hier an und wollen gleich in der ersten Woche alles buchen, Segeltörn, Hostelübernachtungen in verschiedenen Städten buchen. Davon ist dringend abzuraten, weil wenn ihr reist, lernt ihr auf jeden Fall eine Menge Leute kennen und wollt vielleicht mit denen was erleben, aber das könnt ihr dann nicht machen, weil ihr einen Segeltörn gebucht habt zu derselben Zeit.
von einer anderen Firma. Der vierte Fehler, den viele Leute machen, ist, mit dem falschen Partner zu reisen. Das heißt, die reisen mit ihrem besten Freund, den sie von der Schule vielleicht kennen, haben sich 2-3 Mal die Woche gesehen. Aber man muss bedenken, wenn man hier ist mit einem Reisepartner, man ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zusammen. Und es ist schon eine riesige Bewährungsprobe. Viele kommen damit nicht klar. Nach einer Zeit gehen sie auseinander. Der eine reist früher ab, der andere bleibt noch. Das ist schon eine Bewährungsprobe für die Freundschaft auf jeden Fall. Und viele Partner kommen hier auch her. Sie kommen zu zweit, viele gehen wieder alleine, weil, wie gesagt, das ist eine riesen Bewährungsprobe, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Der Vorteil, wenn du alleine bist, ist, du kannst machen, was du willst, du kannst dir die Leute aussuchen, mit denen du reist. Und wenn du keine Lust mehr hast, reist du mit anderen weiter. Ein anderer Vorteil, allein zu reisen, ist, du kannst auch mit Leuten zusammen reisen, die vielleicht nur Englisch sprechen. Und so bist du mehr oder weniger gezwungen, Englisch zu sprechen und verbesserst es. Leute machen den Fehler, sie reisen mit einem Freund und sie reden die ganze Zeit Deutsch. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck der meisten. Der fünfte Fehler, den viele begehen, ist, sie wollen alles sehen. Sie haben vielleicht wenig Zeit, oder haben sich ein bisschen verschätzt mit der Planung, haben lange gearbeitet und wollen in ein paar Wochen sehen, wo andere Monate dafür brauchen. Sie waren dann überall, haben eine Menge Geld ausgegeben, aber sind im Endeffekt enttäuscht, weil sie in den schönen Plätzen vielleicht nur 1-2 Tage bleiben mussten und dann schon wieder weiterreisen. Und deswegen lasst euch da Zeit. Filme? Ja. Yeah. So, das war's von Lucario. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Ihr könnt mir gerne noch eine Menge Fragen schicken. Vielleicht habe ich das eine oder andere vergessen, das ihr noch wissen wollt. Schreibt es unter die Kommentare. Wenn das Video euch geholfen hat und gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Macht's gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao. I'm so bad. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao. I'm kidding now. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao.